dass ihr richtigen Namen bekommt. Als ich jung war, wollte ich unbedingt Künstler werden. Es scheint mir also angemessen, euch nach den Meistern meiner Lieblingskunstperiode zu nennen. Der Renaissance. Vielleicht werdet auch ihr dann zu etwas Großem heranwachsen. Ich gebe euch die Namen Donatello, Michelangelo, Raphael und Leonardo. Schlaft gut, meine Turtles. Ich befürchte, wir werden uns hier nicht lange vor unseren Jägern verstecken können. Crank fällt dir schwer, die Mutanten zu finden. Ja, Crank. Der Tracker, der bekannt ist als DNA-Tracker, funktioniert nicht in dem, was bekannt ist als U-Bahn-Tunnel. Endlich. Ein Hinweis, der uns weiterhelfen konnte. Crank hat Mutanten entdeckt. Bewegt eure Metallhintern, Crank. In diesen Tunneln konnte ich das Schlachtfeld bestimmen. Ich konnte vernichtend zuschlagen und mich in die Schatten zurückziehen. Ihr müsst leise sein wie Ninjas. Ja. Nein, nicht jetzt! Geht dir gut, kleiner Raphael. Und noch voller Energie, wie ich sehe. Unser Kampf war noch nicht vorbei, aber dieses Mal würde ich sie zwingen, zu mir zu kommen. Und da sie uns nicht aufspüren konnten, wurde mir klar, was die Kanalisation uns zu bieten hatte. Die Fähigkeit, uns ungesehen durch die Stadt zu bewegen. Ein sicheres Versteck, in dem ihr wachsen konntet. Und die Zeit, das weiterzugeben, was ich in meinem anderen Leben gelernt habe. Sei vorsichtig, Leonardo. Endlich waren wir in dieser isolierten Kammer in Sicherheit. Und so führte uns unser erstes großes Abenteuer zu unserem Heim. Nun denn, ich habe für jeden von euch ein Geschenk für unseren weiteren Weg. Obwohl ihr sie überwiegend selbst ausgesucht habt, weiß ich absolut sicher, dass sie euch aussuchten. Das Katana, eine königliche Samurai-Waffe. Für die mit Mut und präziser Kampfkunst. Hi, Sensei! Das sei für einen erbitterten und furchtlosen Kämpfer, der immer am stärksten für seine Familie kämpft. Danke, Sensei. Der Bo-Stab für eine nachdenkliche Seele und ein friedfertiges Herz. Oh Mann, ein Stock? Die Nunchakus, weil sie, sie perfekt für dich sind. Meine Söhne, die Zeit ist gekommen für die nächste Phase eurer Ausbildung. Seid ihr bereit?
sind wir? Ich denke, ich spreche für alle hier, wenn ich sage: Heilige Kanalmutter! Sind wir? Auf keinen Fall! Die haben eine Laserkanone! Angriff! Ach Quatsch, das ist doch keine... Die machen wir fertig! Wir wollen nicht gegen euch kämpfen! Dann hättet ihr mal keine Waffe auf uns richten sollen! Raus damit! Wer schickt euch? Die Triceraton? Runter von mir, du billige Turtle-Imitation! Das ist ja total radikal! Du siehst aus wie ich, Alter! Kawabanga! Ich hab euch doch schon gesagt, das hier ist keine Waffe. Das ist ein Portalprojektor. Ach ja? Und woher wissen wir, dass ihr keine Krang seid? Deshalb haben wir euch doch hergebracht. Krang! Er verursacht Probleme in unserer Dimension und in eurer auch. Krang versucht gerade, unsere beiden Realitäten zu zerstören. Wir wissen nur nicht wie. Das ist wirklich wahr, Jungs. Und deswegen wollten wir, dass ihr Poser, ich meine Turtles, uns helft. Sagte ich gerade Poser? Ups. Poser? Ihr kämpft ja nicht mal richtig mit euren Waffen. Und was sollen die peinlichen Initialen auf euren Gürteln voll haben? Nicht so voreilig, Krang! Wow, das ist ja so lahm. Booyakasha! Mein Dimensionierer vernichtet bald alle eure Welten. Na toll, jetzt sitzen wir in dieser Dimension fest. Womöglich ja für immer. Ich hab noch meinen Portalstrahler. Durch den habe ich euch doch hierher geschafft. Jetzt erfasse ich nur noch schnell Cranks dimensionale Koordinaten und ja! Warte, was? Wie soll das denn funktionieren? Das ergibt doch keinen Sinn. Kommt schon, Jungs. Hol das Portal zurück! Es sind nur noch 5 Minuten, bis die 2 anderen Bomben explodieren. Überlass das dem echten Raphael. Willst du ihn wieder mit einem Hydranten nass spritzen oder was? Wo zur Hölle hast du die Pizza her? Willst du auch ein Stück? Runter von mir, du hässlicher Kränker! Gefangen! Vorsicht, Donny! Klasse! Zurück in die Heimatdimension! Wow, was für eine Dimension ist das denn? Krang hat gesagt, das wäre die primäre Turtles-Realität. Vielleicht gab's die ja schon vor unseren beiden Welten. Kanal 6 muss in dieser Richtung liegen. Wenn du das sagst, dann los. Wow. Das müssen die Primär-Turtles sein. Hallöchen, wir sind Ninja. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Beeil dich, Donny. Da ist es. Wir sehen uns in einer anderen Dimension. Kommt schon, Jungs, wir können verschwinden. Oh ja, nicht viel weg von hier. Tough Lytle ist auf Patrouille. Bzz, bzz. Seine Fliegenaugen erspähen jedes Verbrechen. Bzz, bzz. Oh, sag gefälligst nicht immer bzz, bzz nach allem, was du sagst. Das könnte ich machen. Bzz, bzz. Werde ich aber wahrscheinlich nicht. Bzz, bzz. Da
Barney, irgendein Zeichen von Kirby? Noch nicht. Rev schwenkt Mikey noch ein bisschen mehr rum. Das muss wie ein Fliegenflug aussehen. Kein Problem. Kirby auf 4 Uhr. Er fliegt direkt auf Mikey zu. Hol ihn rauf, hol ihn rauf. Er kommt gleich wieder zurück. Zeit für Turf Lytle sein, einen Erzfeind fertig zu machen. Kirby Bad. Du gibst Mr. O'Neill sicher keinen Monsternamen, klar? Mr. O'Neill, Kirby, wir wollen ihn nichts tun, wir wollen ihn nur helfen. Jungs, hier drüben. Haltet euch an den Plan. Es gibt einen Plan? Die Lagerhalle, wir sperren ihn da ein. Danny, ich bin hier oben, auf dem Dachvorsprung. April, halte durch. Wir sind gleich bei der Lagerhalle. Sorry, Kirby. Ist nur vorübergehend. Wir haben's geschafft, Donny. Kirby Bat sitzt im Käfig. Oh. Heike! Dad! Daddy! Und was machen wir jetzt mit ihm? Bleibt er jetzt für immer in diesem Käfig? Und füttern wir ihn dann nur noch mit Mäusen und Fliegen? Naja, Fledermäuse lieben auch Motten und Spinnen, also... Entschuldige. Oh, das ist alles bloß meine Schuld. Wenn ich meinen Vater nicht angelogen hätte. Hör zu, jetzt mach dir mal keine Vorwürfe. Das haben wir verbockt. Wir haben das Mutagen verteilt und bringen das wieder in Ordnung. Was? Ihr Jungs, ihr habt das... Muttergen verteilt? Ja, wir haben das Muttergen aus Versehen über die ganze Stadt verteilt, aber keine Bange, wir sammeln's wieder ein. Ihr! Ich schwöre, bei Darwins Bart, wir helfen ihm. Ihr habt meinen Vater mutieren lassen! Was? Nein! Fass mich ja nicht an! Haltet euch von mir fern! Ich will mit niemandem von euch jemals wieder irgendwas zu tun haben! April! Lass sie gehen, Mann. Sie braucht etwas Zeit. Wo ist mein Mutagen, du Kreatur? Die Komplikationen wurden zu kompliziert. Die als Turtles bekannt sind, haben die Lieferung gestoppt. Krang regelt das! Diese Kreaturen sind nutzlos. Es wird Zeit, dass ich meine Armee selbst erweitere.